Moin Moin Kraduyana und jetzt willkommen zurück zu World of Warships. Heute eine besondere Perle. Noch gar nicht so lange im Spiel. Der Peinrich. Prinz Heinrich. Oder Penis Heinrich. Je nachdem. Für irgendwas muss das PR stehen. Ein Schiffchen, was die Gneisenau eigentlich auf ihrer Stufe ein bisschen ablöst. Was die Bewaffnung angeht. Was die Hauptbatterie angeht. Was die Torpedos angeht. Sekundäre ist die Gneisenau. Kann man sich schon prügeln, was einem besser gefällt. Insgesamt von den Werten her sehr angenehm. Tarnwert sogar ein Ticken besser. Sehr, sehr angenehm. Take nicht so viel weg wie bei der Gneisenau. Da halten wir deutlich mehr aus, haben dafür aber ganz andere Argumente. 10 Kilometer Torps. Wir haben die 380er, aber dafür 4x2. Wie soll ich heilen? Dafür aber 4x2, aber dafür auch eine längere Nachladzeit. Ne? Hier haben wir die 30 Sekunden. Aber Highlight für mich hier, wir haben gute Hydro mit 5 Kilometer Schiffe. Sieh, wie geil es damit ist, DDs aus ihrem Nebel zu jagen, hier in den Gewerteten. Traumhaft spaßig. Traumhaft spaßig. Was ist hier? Was ist da? Was ist da? Gut gemacht, danke. Was will es? Stop spamming. Talk to us. Spamming? Mit einem M, ne? Sieht komisch aus. Gut gemacht, danke. Dann ist zudem auch schneller. Echt? Sind wir so lahmarschig hier gerade? 28 Knoten. Kann ich mit leben. Kommt mir jetzt nicht so langsam vor. Ist noch im Rahmen. Ob die Gneisenau auf 19,5 überhaupt noch was trifft, das kommt noch dazu. Schön, dass er so viel Reichweite hat, auch ein Reichweitenflieger. Allerdings trifft doch nichts mehr. So. Der gleich alle zusammengeblinkt hatte, der hat sich jetzt so manövriert, dass er jetzt links von sich eine Insel hat, nicht weglenken kann, sich festgefahren hat, so wie es aussieht, und jetzt zusammengeballert wird. Interessanter Move. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Aber Blüsker kriegt er gut runter. Blüsker war noch gespottet von der King George. Heißt aber, da war weiter nichts in der Nähe, was ihn jetzt hätte. Oh Quatsch, Nebel war ja am Blödsinn. Warum hat die feindliche Blüsker nicht genebelt? Hat sich da zusammenballern lassen? EGF? Scheiße. Das fällt beim 6 vs. 6 doch ein bisschen sehr auf. Gerade so eine Fiji, die bei A jetzt schön die Blüsker hätte wegrotzen können. Scheiße. Das ist ein Problem. Hey Jervis. Sekundäre. Gleich 100 Meter. Als er neben mir ballert. Yeah, Genauigkeit, Deutschland. Alles daneben. Alles daneben. Und ich brenne. Deutsche Superkraft. Our ship is aflame. Boing. Ist interessant, Jervis. Oh, du bist jetzt da. Oh, jetzt geht's gleich los. Leute, haltet euch die Augen zu. Da stehen gleich ganz böse Sachen, Chef. Er wird gleich alles und jeden verteufeln. Oh mein Gott. Da kommt gleich Beleidigung pur. Wie wir Unterwesen hier nicht da ihm helfen konnten und bla bla bla. Mal gucken, ob was kommt. Ich bin gespannt. Hopp. Blüsker down. Schön gemacht, Mann. Ahoi. Danke. Viel Erfolg. Voll lieb. Voll liebes Kommentar. Yeah, look your position. Gott. Das sind immer so eine Hardcracks, die sich dann aber selber komplett wegschmeißen. Das beobachtet man leider so oft. Okay, komm gleich noch Torps. Ich rieche schon. Ich muss links lang. Ich kann jetzt nicht da hinten rumeiern. Ich riech sie schon. Ab wann war Torpedos? Was war das? 3,5. Okay, jetzt können wir aber rum. Komm, Torps. Okay. Bin verwirrt. Der hat mich gerade noch gespottet, wenn die Jervis da schon torpt. Hä? Die hinten waren weit genug weg. Die haben mich nicht aufgemacht. Bin verwirrt. Ach Mensch, Mann. Lass ihn. Nein, du stirb doch da nicht. Du stirb doch da nicht. Mann. Inup und Rogue, natürlich eklig jetzt hier als Gegner.
Hallöchen. Wow. Uff, 18.000. Schönes Ding. Sekundäre, Sekundäre. Sekundäre, Sekundäre. Ja, Tops. Nee, passt vom Winkel her nicht mehr. Aber wir können nochmal zurück. Wer da drin bleibt, könnte was werden. Aber im Hinterkopf behalten, er hat Hydro. Ach, scheiße, bin wieder spotted. Letzten 1, das heißt, er ist da rausgeflogen. Ich hau mal da irgendwo hin. Keine Ahnung, ob wir den treffen oder nicht. Einfach mal probieren. Hey, unser Fiji ist losgefahren. Fährt nicht dahin, wo der DD ist. Super Fiji. 6-4 ist in Ordnung. Die Torps, einer von uns beiden, wenn die Turkfilami sind. Ja, wir greifen mal an. Warten Sie mal bitte. Deutsche Behörde am Arbeiten. Das Faxgerät hat keinen Toner mehr. Wir müssen erstmal ein neues Faxgerät installieren. Vorher können wir Ihren wichtigen Antrag nicht bearbeiten. Tut uns sorry. Kleine Hinweisgeräusche ist die Inselwarnung. Hä? Das Geräusch? Was meint ihr? Ach Leute, Mann, wir fahren gerankt und nicht die scheiß Zufallsgefechte. Oh fuck. Der hat mich. Oh, die hat er mir Blight reingedrückt jetzt hier. Oh, ich bin weg. Der hat mich voll erwischt. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich war. Ja, ich glaube, ich war spotted durchs Ballern jetzt, ne? Aber er muss die vorher schon abgeworfen haben. Als ob der hier vorne noch hängt. Krass. Au. Das tat weh. Das tat weh. Krado müde, Krado schlafen. Krado untergegangen. Krado tot. Uff. Hat die sogar als Einzeltorps geschmissen. Richtig. Ja, guck mal, der steht mitten im Cap. Hab ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, der hat sich zurückgezogen. Der stand perfekt, um mich da wegzutorben. Schade. Der weiß, glaube ich, was er tut. Egal, Runde gelaufen. Passiert. Sea Devil, da fehlt es ab. 3 Monate schon. Yeah, 3. Monat macht einen geilen Job. Nicht in dieser Runde, aber dankeschön. Merci. Naja, wir hatten Aftler am Anfang. Was willst du machen? Unser einer DD hat sich weggeschmissen. Hat sich an der Insel direkt festgefahren. Passiert, passiert. Auch down. Und Fiji down. Was eine Abschlachtung. Everything is at stake. The enemy's victory draws near. Ey, der muss ich hochgefahren, so eine Scheiße. Ich höre nur auf den Affen. We are mighty, but defeated. Schade. Schade, schade. Wie zufrieden waren Sie? Wir hatten einen AFKler. Ich war extrem unzufrieden. Danke aber auch für die Nachfrage. So. Dann mal weiter. Kurz und sehr schmerzhaft. Übrigens, so es geht, so alles eingebaut. Ich hatte die Hydro noch verbessert. Abfackelchance nicht mitgenommen. Und mein Heinrich Klein. Ist so geskillt. Damit bin ich unterwegs. Weiter geht's. Kann bloß besser werden. Bin zum Beispiel erstaunlich, was man mit den langsamen Tops als trifft, weil die keiner mehr erwartet. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Schade. Haben wir unseren Stern wieder verloren. Sehr ärgerlich. Aber da war auch nicht viel zu holen. Ehe wir da überhaupt an der Front waren, war der DD schon tot. Gar keine Kreuzer. Hammer, Wargaming. Hammer. Super. Eigentlich haben wir alle Radar. Wenn die drei jetzt verkacken, ist die Runde zu 100% vorbei. Die Heinrich-Tarnung hat was. Schick, ne? Finde ich auch ganz cool. Könnte noch ein bisschen pompöser sein. So Goldverzierung und sonst was für den Schnee noch. Hef, da hat einer extrem unzufrieden angeklickt. Löscht das. Okay. Ja, was soll das denn? Am Anfang schmeiße ich da eine weg, meckert rum. Der andere steht AFK rum die ersten 5 Minuten. Was soll ich denn da zufrieden anklicken? Das war ja nur... Was sollte passieren noch? Die nur bloß am Wegfahren gewesen, die Rogue auch. Im Endeffekt standen wir da, sind blöd in die Torps gefahren und der DD hat uns an Eier gehabt. Was willst du noch machen? Was willst du da noch machen? Weißt du mal, wenn dann ein Peinrich ankommt, ich würde da auch wegfahren. Wer will denn das Ding hier im Nahkampf erleben? Sekundäre übel, die Torpedos übel. 13.700 Damage, wenn die da rauskloppen auf irgendeiner Seite. Das ist halt extrem. Kann ich schon verstehen, warum eine Sinop da umdreht und abhaut.
Tunnel ist aber nicht zum Vergleich zur wunderschönen Frostigen Tanne gerade. Gehe ich nicht ganz mit. Verstehe deine Vorlieben und dass du die Frostige Tanne magst. Habe da auch nichts gegen, aber da gehe ich nicht mit. Nein. Da gehe ich denn doch nicht mit. Haha, ich bin Heider. Ich schieße auf unsere Shinonome. Hahaha. Okay. Squad, danke für den Zahl. 32 Monate. Na, und auf die nächsten Monate. Dankeschön dafür. Auf noch viele weitere. Alter, stop fucking around. Oh, da erschien. Warum nebelt er schon? Liegt er uns gerade hier in den Nebelfront? Alter. Tier, Alter, ein Tier. Oh, hoffentlich ist das jetzt nicht so ein Troll. Hoffentlich war das jetzt bloß ein Spaß. Bitte, bitte, bitte. So ein Hardcore-Trolling hat ja nur überhaupt keinen Bock. War kurz spotted? Okay. Okay. Boah, der Gacha, auch gefährlich mit den Torps. Hat auch Potenzial, mich komplett rauszunehmen. Komm, Heider, gib alles. Gib alles, gib alles. Oh, die Minsk ist schon rumgefahren. Das ist ein Problem. Ja, Fire on the Target. Schon mal versucht, eine Minz zu treffen auf 12 Kilometer. Mit einem deutschen Schlachtschiff. Bom, 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 bom. Und alles hin. Okay, dazu. Sag mal, ich wollte gerade sagen, hat der nicht Hydro? Kann der die nicht mal ein bisschen früher zünden? Ihr könnt doch die Gatsche ganz weiter aufmachen, würde an die. Ja, jetzt hat er sie nicht offen. Was macht der da für einen Scheiß? Das war knapp. Kann ich ja froh sein, dass er die so gespottet hat, ey. Alter Schwede. Das hätte jetzt schief gehen können. Bei der Minz kann ich leider nicht helfen. Da treffe ich nicht. Da treffe ich nicht. Der kann mir um den Kopf stellen. Oh Gott, der Typ mir auf den Sack. Well done, Commander. Well done. Minz ballert auf mich. Doppelbrand. Ganz toll. Shani, Shani. Bom, 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 bom. Und noch eine hinterher. Bom. Und ich brenne wieder. Wupp, wupp. Dreck, 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 Dreck. Und der ballert nicht mehr. Hauptbatterie hat exakt gar nichts geliefert bisher. Ach, falsche Taste. Und Y drücken. Ja, schön wär's. Nelson kommt jetzt da rum. Scheiße. Wir haben uns. Oh Gott, ey, Fluki ist auch schon. Wir haben uns hier gerade total an der Eier. Alter, was machen die denn da? Viel weiter zu. Boah, ich hab die Nelson nicht getroffen. Komm gut, also Deutsche. Mit den Deutschen komme ich heute sehr gut klar. Das ist heute meins hier mit den Deutschen. Mama. Und ich brenne wieder. Endlich mal ein bisschen Damage. Hey Nelson. Wenn man das HE-ballert, ist es noch in Ordnung. Auch nicht mehr zu lange. Bitte keine AP, das tut mir jetzt ein bisschen zu doll weh. Oh, 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 das könnte gut kommen. Beste Fähigkeit der Deutschen, ja, ja, ist wirklich so. Komm schon, das geht jetzt bitte noch rüber und nicht in diese verkackte Kackinsel. Nein, nein. Ach, das wäre so gut gewesen. Brandgesetz. Ja, ich habe auch was abgefackelt. Und dann nochmal, nein. Die Minze ist down und der Peinrich ist down. Okay, okay, okay. Überleben. Einfach überleben. Alter, geht der. Geht der mir auf den Sack. Freak. So. Nachrichten blockiert. Alter, ein Gespamme. Man kann es auch übertreiben. What the fuck? Der hat ja in einer Tour jetzt hier rumgespammt mit der Scheiße. Also, nervig ist ja gar kein Ausdruck. Shami, Shami. Wenn er da natürlich lang. Blöd, dass ich jetzt über dem hier vor Breitseite stehe, um viel zu machen. Ach, Iran. Ah,
pass schon, mal löschen. Pasch schon, pasch schon. Thorsten, die haben keine Reichweite, 4 Kilometer Torpedos. Nahkampf mögen die überhaupt nicht. Ist mir klar, Thorsten, aber es gab trotzdem keinen Sinn, darauf zu ballern. Problem wäre einfach gewesen, hätte ich ihn jetzt herausgefordert, hätte ich ihn angegriffen, er wäre aber weggefahren, hätte mich runtergefarmt. Das wäre nichts geworden. Genau wie mich die Gacha hier gleich runterfarmt, sobald ich hier um die Ecke gucke. Muss auf die Hydrowaben. Scheiße. Leider nicht zu holen hier, der Cap. Gato, ja doch nicht da hinten rum. Oh, schön. Ach ja, auch natürlich. Aber ich bin vor ihm aufgegangen. Nee, ist klar. Ist klar, Spiel. Oh, Bubugi. Bubugi ist nicht down. Deutsche Genauigkeit der Sekundären zeigt mal wieder, was sie kann. Deutsche Hauptbatterie hat auch gezeigt, was sie kann. Geil. Leute, kommt doch weg, oder? Ist doch. Oh, ein Glück. Ein Glück. Und der killt die Chanoso. Nee, die Gacha hat die Chanoso killt. Okay. Ja, Nagato, das sagt sich so leicht. Gacha hat ein bisschen sehr dolles Damage-Potenzial. Da reichen ja schon 2-3 Tiefentorps und ich bin komplett raus. Zumal die Nelson und die Chanoso und dahinter stehen. Ich meine, wir haben noch 3 DDs, die können uns einfach cross-torpen, einfach völlig fertig machen. Hydro. Und Hyder's down. Wir haben noch 2 DDs, die können sie ja einfach cross-torpen. Wo ist das Problem, wie ich gerade sagte? Nee, da komm mal, Gacha ist abgehauen. Schon ist er wieder offen. I like this shit. So, die hebe ich mir mal auf. Jetzt fahren wir hier ganz chillig rein, versuchen die Chanhorst zu erledigen. Hoffen, dass die Nelson mich nicht trifft, kann mich da auch nicht treffen. Hoffen, dass die Gacha mich nicht wegtorbt. Hoffen. Mehr ist hier gerade nicht. Hoffen. Ich meine, wer 3 Schlachtschiffe und 3 DDs gegenüberstellt, gut, der... hat man auch ganz viel Spaß mit denen. Ganz viel Spaß. Ein Glück bin ich gerade nicht offen. Ich kann mich wenigstens so positionieren, dass die Gacha mich nicht sofort erwischt. Den werde ich jetzt auch mal gleich ins Target nehmen. Scheiß auf die Chanhorst. Maximal Damage auf die Gacha. Und der bleibt da eiskalt stehen. So viel dazu. Boah, als ob er es gerochen hätte. Als ob er es gerochen hätte. Ja, Tiefentorps, dachte ich mir. Chanhorst auf Schall. Ja, hat zu lange gedauert. Und wie Sie sehen, ich brenne. Wie immer. Kratos geheime Superkraft. Feuer! Repair is complete. Einer dieser Anti-Superhelden. Nee, Anti-Superheld ist es auch nicht. Einer dieser schwachsinnigen Superhelden. Flamme an! Aua, es tut mir alles weh! Keine wirkliche Daseinsberechtigung haben. Shinonome, bitte schmeiß dich nicht weg, Shinonome. Das wäre voll korrekt, Shinonome. Bitte. Bitcoin. Bitte. 2-1 und jetzt wird durchgekämpft. Bei 0, schieß mich tot. Irgendwas setzt jetzt zurück. Fuck you. Fuck you. Na. Klingt der noch? Ja, der Wahnsinn setzt ein. Das ist so ein Run. Hilf mir beim Konzentrieren. Es ist der Wahnsinn, der mich ereilt. Früher hätte ich einen Knüppel auf den Kopf gekriegt und hätte mich in irgendeinen Turm gesperrt. Der Wahnsinn. Au! Fuck Nelson, Alter. Fuck Nelson. Aua. Sekundäre. Aua. Oh, 1,5 durch die Sekundäre. 96. More. Kommt schon immer schön mal zusammen. Gacha ist jetzt hier oben schon irgendwo. Ja, wir haben die 2 Caps. Ich bleib mal hier ganz chillig. Ich bin jetzt sogar unsichtbar. Nelson ist down. Nicht so viel. Lächerlich, gleich gemerkt. Wenn ich jetzt hier rumfahre, kriegt mir die Gacha sofort. Da habe ich keinen Bock drauf. Spannende Runde. In der Hauptbatterie läuft hier überhaupt nichts. Ich meine, ich habe auch keine Ziele.
Ein bisschen hier auf die DDs rumballern, das bringt nur nicht viel. Mach mal gemütlich hier rückwärts. Punkte, wir führen. Lass mal schön Abstand noch gewinnen. Heilung leider schon komplett aufgebraucht. Bam, 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 bam. Ich bin schon Horst. Boom, 4-6. Das war zu wenig. Oh ja, komm dichter, komm dichter, komm dichter. Nur Goethe, war noch dichter, komm dichter. Dichter, dichter. Ach Gott. Wir sind bereit, Sir. Jetzt können wir schießen. Die Insel ist jetzt genau davor. Ja, Sir. Sorry, Sir. Tut uns leid, Sir. Wir gucken wieder in eine ganz andere Richtung. Bah! Dive, Alter. Gotcha, gotcha. Ich mach dich nass da. Gotcha. Hydro Ace online. My torch lights the water around us. Und weg. Getoppt hat er nicht, das wissen wir jetzt wenigstens. Hält sich da fest. Interessant. Über Sau muss ich aufpassen. Schanhorst kann nicht helfen. Gacha sieht mich nicht. Ich bin zu. Könnte sein, dass er jetzt hier versucht, einfach so reinzutorben. Frage ist jetzt, wie weit fährt er zurück? Gleich wegs mit den hinteren Geschützen. So. Dann wieder Gas gehen. Torpedos on the left. Der den getorbt. Hä? Hey. Hey. Nagato? Concentrate fire. Scheinbar. Ah, einfach nicken. Ja, ja. Einfach nicken. Our victory is self-evident. Okay. Lassen wir mal so stehen. Schöne Runde. War spannend. 138 Sekundärtreffer. Oh, jetzt, komm, Yudachi, gib alles. We stand victorious. Schönes Ding. Zwei nicht ganz so schöne Runden, muss ich leider sagen. Die erste gut war völlige Abschlachtung. Da ist nicht viel passiert. Zweite Runde war schon deutlich besser, aber auch hier hast du die Stärken von Peinrich gar nicht gesehen. Die Kombination aus den Torps, Sekundären und Hauptbatterie macht es hier eigentlich. Dass ich so viel Damage überhaupt noch zusammengekriegt habe, ist eigentlich ein Wunder. Wir waren bloß ein bisschen dabei. Yudachi können wir loben, Heider können wir loben. Haben die super gespielt, aber bei 3 Zerstörern und 3 Schlachtschiffen gegen andere Zerstörer und Schlachtschiffe gematcht. Erwarte nicht, dass du irgendwas geschissen bekommst mit deinem Schlachtschiff. Brauchst du nicht erwarten. 30.000 Damage allein durch die sekundäre Brände haben wir sogar auf 5.600 gemacht. Ist doch nett. Waren gut dabei. Waren gut dabei. Hoi, Captain, dein Schiff für dein Gibi-Geschenk. Gerne doch, Basti. Gerne doch. So, und wie alle immer den Twitch-Chat nutzen. Danke. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit dem Peinrich, Prinz Heinrich. Schönes Schiffchen. Glaube ich, für die Gewerteten würde ich jetzt bloß mal ein Schiff fahren. Wäre das tatsächlich eine meiner ersten, die ich da wirklich nehmen würde. Weil du einfach die Hydro hast, du hast die Torpedos dadurch die Sicherheit, du hast die Sekundäre, die Hauptbatterie, die ganze Kombination macht es einfach. Und das Ding in den Zufallsgefechten funktioniert, in den Gewerteten ist aber wirklich Goldstaub. Macht saumäßig Spaß. Muss dann natürlich bloß bei Schiffen aufpassen wie Colorado, Ashitaka, Sinop. Alle mit über 400 mm, weil die rotzen dich nebenbei weg, ne? Da musst du halt saumäßig aufpassen. Aber im richtigen Moment mit dem Ding gepusht, macht saumäßig Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lieber Team Krado, eure Meinung zum Peinrich? Gerne in die Kommentare.